Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu 5 verstörende Kinderfilme, die nicht für Kinder geeignet sind. Sehr viele Filme werben ja damit, dass sie besonders gut für Kinder geeignet wären, dass sie vielleicht sogar einen erzieherischen und bildungstechnischen Mehrwert liefern würden. Was bei einigen Filmen auch stimmen mag, kann bei anderen Filmen wieder ganz anders aussehen. So gibt es nämlich jene Filme, die offiziell als Kinderfilme gelten, aber teils derart verstörende, brutale oder gruselige Szenen enthalten, dass am Ende ein verstörtes Kind und manchmal sogar ein verstörter Erwachsener zurückbleibt. Und um eben solche als Kinderfilme beworbene Filme soll es heute mal gehen. Ich versuche, die Filme möglichst spoilerfrei zu halten, warne jedoch davor, dass ich eventuell etwas aus der einen oder anderen Hauptgeschichte verraten könnte. Dieser Film basiert auf einem Roman von Richard Adams und handelt von 2 Hunden, die in einem Versuchslabor leben. In diesem dienen sie dem Zweck, als Forschungsobjekte für die Beulenpest zu dienen. Da dieser Film mit ziemlich brutalen Szenen arbeitet und das Thema Tierversuche äußerst drastisch dargestellt wird, ist er für Kinder keinesfalls zu empfehlen. Auch so manchem Erwachsenen würde ich von diesem Film eher abraten. Eine Gruppe Hasen muss sich ein neues Zuhause suchen, weil ihr altes von den Menschen zerstört wurde. Schon die Suche nach einem neuen Zuhause gestaltet sich als sehr gefährlich. Und auch als sie ein neues Zuhause finden, wird es nicht besser für sie, da dort bereits eine Hasenbande lebt, die von einem brutalen Anführer gegen die neuen Hasen gehetzt wird. Dieser Film weist äußerst brutale und blutige Szenen auf. Auch ist er extrem traurig gehalten und zeigt schonungslos die brutale Realität. Und insbesondere das Ende kann ich mir bis heute nicht anschauen, da es zu den schlimmsten Filmszenen gehört, die ich je gesehen habe. Dieser Film beruht auf einer alten westafrikanischen Legende bzw. auf einem Märchen, in welchem ein afrikanischer Junge namens Kiriko loszieht, um sein Dorf vor der bösen Zauberin Kabara zu retten, die ihrerseits dem Dorf den Frühling gestohlen hat. Der Film baut insgesamt eine ziemlich bedrohliche Kulisse auf und schreckt auch vor Brutalität nicht zurück. Doch noch ungeeigneter für Kinder sind viele sehr deutliche sexuelle Anspielungen, insbesondere von der Zauberin. Ich will nicht zu viel sagen, doch sie hat gewisse Fetische, die sie in dem Film recht offen auslebt. Ein altes Ehepaar genießt bescheiden, aber glücklich seinen Lebensabend. Doch dann passiert ein Unglück. Eine atomare Explosion reißt die beiden aus ihrem friedlichen Leben. Der Film handelt nun davon, wie die beiden langsam durch die Verstrahlung zugrunde gehen. Und genau das zeigt der Film sehr deutlich. Hinzu kommt eine ständige Endzeitstimmung, die aber sehr gut zum Jahr der Erscheinung passt. Am 26. April 1986 passierte das Reaktorunglück von Tschernobyl. Und genau darauf spielt der Film an. Dieser Film handelt in Japan im Zweiten Weltkrieg. Der 14-jährige Saita und seine kleine Schwester Setsuko überleben durch Glück einen Bombenangriff.
Jedoch stirbt ihre Mutter kurz darauf. Der Vater ist als Soldat im Krieg, weshalb die Kinder vorübergehend bei Verwandten unterkommen. Jedoch sind sie dort nicht willkommen und ziehen sich deshalb in einen verlassenen Bunker zurück. Sie haben aber nichts zu essen und werden zusehends immer schwächer. Doch dann sehen sie eines Abends einige Glühwürmchen. Und mehr verrate ich nicht. Dieser Film ist stark emotional und hat zwar sehr schöne, aber auch äußerst traurige Momente, die vor allem Kinder wohl zu stark berühren würden. Insbesondere, wenn sie teilweise den doch recht philosophischen Hintergrund noch nicht verstehen können. Ich kann dazu nicht so viel sagen, denn diesen Film muss man wirklich gesehen haben, um das verstehen zu können. Und das waren 5 verstörende Kinderfilme, die nicht für Kinder geeignet sind. Dass die Filme nicht gerade für Kinder geeignet sind, heißt aber nicht, dass sie insgesamt nicht sehenswert wären. Alle diese Filme sind spannend und haben ihren gewissen Reiz, doch liegt auf ihnen ein ziemlich düsterer und Eindruck hinterlassender Schleier, und das nicht unbedingt positiv. Selbiges kommt übrigens bald noch mit Kinderserien, wo das Spektrum sogar noch etwas breiter gefächert ist. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram und oder Telegram und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.